Sportklasse geht los. Der Oliver 1955 macht den Anfang. Luft ist in die Anschütte. Und er gibt nochmal alles an der Bahn da hinten. Full Full für den Yogi. Wieder Teilnahme ist. Der Red Baron. Er kommt noch einmal hier und wird das heimische Publikum wieder ein bisschen Nostalgie schwellen lassen. Denn der Red Baron, er war ja hier zu Hause, als es losging mit Farbenbild, traumhaft, das ist der Hammer. Los geht's für den Red Baron!
ist schon von uns aufgebremst durch den Aris Victor. Da würde sonst mehr drin stecken. Maximal 65 Kammer Raddrehzahl. Seit 2011 dabei. Ja, seit 2012 dabei. Deutscher Meister, 2,5, 4,5 und 2012. Und 2014. Los geht's. Roundabout 19 Uhr werden wir landen. Die haben das mitbekommen, dass wir uns leistungsmäßig im Laufe der Jahre gesteigert haben. Los geht's also jetzt für Ursachs. Dieser Hubraum 1981 wurde die Maschine gebaut. Die sind extrem erfolgreich unterwegs gewesen. 2011 Meister der 600 Tonnen Sportklasse. 2010, 12 und 13 Vizemeister. Let's go.
86 cm und damit hier auf dem Treppchen gelandet, Michael Sievers, Miss Fergie. Sehen wir uns heute doch nochmal Gott sei Dank auf dem Treppchen. Glückwunsch. Platz Nummer 2, 102,25 m. Und da gibt es bestimmt hier nochmal einen 10. Applaus vom heimischen Publikum. Denn er ist hier auf dem Treppchen gelandet, der ehemalige Hessener Traktor Number One. Hier ist der Red Baron, André Siemsen. Glückwunsch. Platz Nummer 1. 103,43 Meter. Und damit noch ein bisschen mehr als einen Meter weiter. Und hier Tagessieger, es ist der einzigartige Red Evolution Stage 2, Jörn Bunning. Glückwunsch. So, Andreas Retter übergibt jetzt die Meisterpokale. Wie gewohnt, kann man ja schon fast sagen heute. Der dritte Platz der Meisterschaft geht an Michael Sievers. Und Gabi Kilian überreicht den zweiten Platz an den André Siemsen. Und der Manfred Kilian, der erste Vorsitzende der DTTO, überreicht den Meisterpokal an Jörn Bunning. Deutscher Meister, 5,5 Tonnen Sportklasse, Jörn Bunning. Oh! Holstein! Okay, wir gehen ganz schnell zurück auf die Sprecherwagen, oder ich eher.